Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ja richtig, eigentlich ist gestern mit der Ausschusssitzung das erledigt worden, was ein Parlament bei so einer solchen Diskussion zu tun hat. Allerdings finde ich auch, dass man so einige Aussagen des Kollegen Schaffer auch nicht einfach als Demokrat hier stehen lassen kann. Wir haben es bei der AfD mit rechten Verschwörungstheoretikern zu tun, denen es nicht um Problemlösung geht, sondern um Hysterie, um davon dann profitieren zu können. Das ist auch heute wieder deutlich geworden. Nicht nur deshalb sollte man deshalb als Regierung stets möglichst offen kommunizieren. Die Koalition hat mit der gestrigen Ausschusssitzung für Aufklärung in der Sache gesorgt. Das war, glaube ich, absolut angemessen, dass die AfD als einzige Fraktion im Ausschuss nicht in der Lage war, Fragen zu dem Themenkomplex zu stellen, lässt unangenehm tief blicken. Und es ist ja deutlich geworden, was auch nicht besonders überraschend ist, dass die AfD jetzt versucht, auch in Schleswig-Holstein Diskussionen, Hysterie zu produzieren, wie an einigen anderen Orten in der Republik, also wie zuletzt in Chemnitz, in Köthen, in anderen Orten der Bundesrepublik, dass sie versuchen, Verunsicherung zu stiften und Misstrauen in der Bevölkerung gegenüber den Regierenden zu schüren. Das ist Ihr Ziel, Herr Nobis, eine sehr perfide Strategie, und das werden wir Ihnen auch nicht durchgehen lassen. Und mit Blick auf den Innenministern sage ich, es ist natürlich nicht sehr einfach zu entscheiden, welche Straftaten, welcher Fall umgehend öffentlich gemacht wird und welcher eben nicht. Das ist eine nicht einfache Abwägung. Ich meine, hier hat man sich an der Stelle falsch entschieden. Das war mit Blick auf die Versammlung in Bostedt und die zeitliche Nähe zumindest zu der Beziehungstat unglücklich. Der Innenminister hat dies auch eingeräumt und man hat Konsequenzen für die weitere Informationspolitik angekündigt. Das halte ich für angemessen. Das zeugt auch von Größe, sich dort schnell zu korrigieren. Und ich bin aber der festen Überzeugung, wer angesichts dieses Falls davon redet, dass hier konsequent und systematisch Dinge unter den Teppich gekehrt werden wollen, der liegt völlig daneben, Herr Schaffer. Der liegt völlig daneben. Und ich sage auch andersherum, man muss sehr aufpassen, dass man nicht, weil man meint, mit ihren rechten Verschwörungstheorien so umzugehen, dass man andersherum ein verzerrtes Bild erzeugt. Ich denke, die Menschen in Bostedt und Münster leisten viel, haben viel geleistet in den letzten Jahren und werden auch in den nächsten Jahren noch viel leisten müssen. Und sie haben ein Recht darauf, umfassend informiert zu werden. Vertrauen erzeugt man durch Offenheit und durch konsequentes Handeln. Und das sollte unser gemeinsames Ziel sein. Das ist auch unser gemeinsames Ziel. Und ich meine, es ist schon schwierig. Sie behaupten immer wieder, dass denn jeder Fall, der dann passiert, die direkte Folge auch unserer Politik sei, auch der Jamaika-Koalition. Es wird dann einfach mal pauschal so in den Raum gestellt. Und auch ich, das habe ich ja mehrfach deutlich gemacht, meine Fraktion hat Kritik an der Zuwanderungspolitik der Bundesregierung. Wir brauchen endlich ein vernünftiges Einwanderungsrecht, das leider noch immer nicht in Sicht ist. Wir brauchen auch konsequente Rückführungen, wo sie angezeigt sind. Dazu wird unser Land auch seinen Beitrag leisten. Darüber werden wir heute auch noch debattieren. Was wir brauchen, um das gesellschaftliche Klima wieder ins Lot zu bringen, sind Problemlösungen. Die AfD macht aber genau das Gegenteil. Sie will die Gesellschaft nicht zusammenführen, sie will die Gesellschaft spalten, um davon zu profitieren. Und dem werden wir uns mit aller Macht entgegenstellen, Herr Schaffer. Und wenn Sie heute davon reden, das haben Sie hier in Ihrer Rede heute gesagt, dass die Bevölkerung erwachen wird, dann zeigt das, an wen Sie anknüpfen wollen, und dem werden wir uns entgegenstellen. Wir haben gestern mit der Ausschusssitzung zur Aufklärung des Falles erheblich beigetragen, anders als Sie. Man kann es auch nicht wegdiskutieren. Natürlich gibt es Probleme mit Ausländerkriminalität, eben auch mit Gewalttaten. Das kann auch niemanden so richtig überraschen, wenn man sich die Zahlen anguckt, wenn man anschaut, viele junge Männer, die aus Kriegsgebieten zum Großteil kommen. Und das hat auch Minister Grote immer sehr offen kommuniziert. Ich will mal daran erinnern, am 7. März hat Minister Grote eine entsprechende Studie vorgestellt, die noch von Amtsvorgänger Stefan Stuth in Auftrag gegeben hatte. Die Fraktionen von FDP, CDU, Grünen und SPD haben dies auch öffentlich begleitet. Auch da mal die Leistungsbilanz der AfD-Fraktion angucken. Sie haben sich dazu überhaupt nicht zu Wort gemeldet. Sie haben am selben Tag eine Pressemitteilung rausgegeben zu einem Volksentscheid, der in der Schweiz stattgefunden hat. Das zeigt auch, wie Sie parlamentarisch
arbeiten oder eben auch nicht. Der Ausländer, Ausländerkriminalität muss sehr konsequent begegnet werden, wie jeder Form von Kriminalität sehr konsequent begegnet werden muss. Und das passiert auch. Und Frau von Kalm, Sie haben über die Diskussion damals, der war ja durchaus auch sicherlich ein Punkt, der die Stimmung in Deutschland verändert hat, mit Blick auf Köln gesprochen. Ich sehe das anders als Sie. Ich glaube schon, man muss auch sehen, wer unser Gastrecht missbraucht oder auch eigentlich gar kein Recht hat, hier zu sein und sich derart benimmt und solche Straftaten begeht, der hat hier keinen Platz. Und es gab dann ja auch Kritik an Polizeimaßnahmen und so weiter im nächsten Jahr. Ich glaube schon, man muss da zeigen, der Rechtsstaat, die Demokratie ist wehrhaft und wird sich konsequent einsetzen. Ja, Sie haben ja auf den Kollegen Kubicki verwiesen. Ich wollte nur sagen, das kann man sehr unterschiedlich sehen. Wir stärken, meine Damen und Herren, wir stärken sehr konsequent unseren Rechtsstaat, indem wir die Ausstattung von Polizei und Justiz weiter verbessern. Das Aushöhlen des Vertrauens in unseren Rechtsstaat ist das Ziel der Populisten. Das haben wir heute auch wieder erlebt. Wir haben erst gestern wieder ein Investitionspaket verkündet, mit dem wir auch die Situation in Einrichtungen in Bruchstädten und Münster verbessern wollen. Ob wir damit nun einzelne Straftaten oder Gewaltdelikte verhindern können, das wissen wir nicht, das können wir nicht sagen. Aber wir arbeiten an allen Fronten an Problemlösungen und wir wollen die Menschen wieder, das Vertrauen der Menschen, wo wir es ein Stück weit verloren haben, wieder zurückgewinnen. Und wir wollen eben nicht die Menschen weiter verunsichern durch populistische Maßnahmen, durch solche Reden, wie Sie sie heute gehalten haben. Das werden wir nicht tun, wir werden Problemlösungen anbieten. Vielen Dank.